Ja, nur den Christian schon mal ein paar Tage vor Beziehungscoach. Ja, leider heute nicht auf der Snowboard-Piste, weil ich dachte, ich kann die letzten Tage nochmal nutzen, aber das Wetter ist einfach der Wurm drin, ne? Jetzt heute wegen Zugspitze, wegen Sturm geschlossen, ey. Also, was dieses Jahr für ein scheiß Wetter war, wieder mit Sturm und Regen und Schneesturm und unfucking fassbar. Naja, gut, ist wie es ist. Kam jetzt öfter der Wunsch und finde es eigentlich auch ein gutes Thema. Wollt mal über den Amy Winehouse-Film mit euch reden. Das ist eine absolut coole Künstlerin, die auch zum Club 27 gehört. Also sprich, 27 Jahren gestorben ist, und zwar an Alkoholvergiftung. Und genau, da kam jetzt der Film raus, Back to Black. Und also mal ganz kurz ein paar Rahmendaten vielleicht. Also ja, sie ist halt, weiß es nicht, Zeiträume ganz genau, aber sie ist halt sehr bekannt geworden mit ihrer Musik. War auch so sehr cool drauf, sag ich mal, sehr, ja, hat sich gut durchgesetzt, gegen Plattenfirmen, dann mega Erfolg gehabt und was weiß ich. Und hatte dann halt, kann man glaube ich so sagen, sehr toxische Beziehung mit, ich glaube, Blake hieß der. Und das wird in dem Film auch ausführlich thematisiert. Kommen wir gleich nochmal genauer zu, warum das jetzt für unsere Belange so interessant ist. Und ja, und hatte sie halt einen rasanten Aufstieg und dann auch irgendwo einen rasanten Abstieg, nicht unbedingt, weil ihre Musik nicht mehr gekauft worden ist, sondern weil sie halt oft dann also Skandale gab und er ist dann, glaube ich, ins Gefängnis gekommen und ging um harte Drogen dann und sie ist auf der Bühne, konnte viele Konzerte nicht mehr durchführen, weil sie halt total betrunken war und ja, und dann hatte sie ja, hat sie auch noch sich lustige Songs drüber gemacht. Nein, ich gehe nicht in die Reha, also in die Drogenreha. Nein, mein Vater sagt, ich brauche das nicht. Dieses Rehab ist auch super bekannt geworden. Und war dann wohl scheinbar auch eine Zeit lang clean. Und dann hat es wohl, also im Film, weiß nicht, ob das jetzt so wirklich so war, hat sie dann halt gehört, dass der Blake damit jemand anders irgendwie, dass seine Frau schwanger geworden ist und wurde dann noch nicht näher drauf eingegangen und dann ist sie halt rückfällig geworden und hat dann wahrscheinlich zu viel getrunken, so, ne? Und war dann halt, ihr Körper war halt dann nicht drauf eingestellt, dadurch, dass sie vorher scheinbar auch einen längeren Zeitraum clean war. Ja, echt schlimm. Alkohol ist einfach auch ein Biest, ey. Sagen wir mal, wie es ist. Was jetzt für unsere Belange halt sehr interessant ist, also mich hat es total getriggert, sag ich ganz ehrlich. Also mich triggert schon dieses... Ich habe auch schon überlegt, gehe ich da wirklich rein, weil ich kann das einfach, wenn Leute so völlig sich dem Alkohol hingeben, das triggert mich einfach ohne Ende irgendwie. So aus gewissen Erfahrungshintergründen, sage ich mal. Und das ist wirklich schlimm, so wie man das so sieht, wie klar, wie das erste ist es immer nur so ein, ja, lustig, feiern wir doch ein bisschen und ach, das Leben ist schön und Spaß und mit Alkohol, ja, dann machen wir eben noch ein bisschen Alkohol dazu und ist alles lustig und ja, wie sie dann aber auch, ja klar, also Alkohol ist halt ein hervorragendes Anxiolytikum, das heißt ein hervorragender Angstlöser, in a bad way natürlich, wie sie dann auch ihre Konflikte dann so runterspült und das auch, wie das halt immer so ist, auch bagatellisiert ihr Problem da und ja, und dann der nächste Trigger, große Triggerpunkt ist halt diese Beziehung, die einfach so, also sie ist einfach so ohne Ende liebessüchtig, also wie wirklich diese ganzen Sachen, die wir besprechen hier, nur noch obendrein, was halt wirklich eine absolut teuflische Kombination ist mit Drogen noch obendrauf, ne? Also das ist wirklich, wenn man sich richtig zugrunde richten will, deswegen ist das leider ein sehr warnendes Beispiel auch. Dann wirklich so liebessüchtige Beziehungen kombiniert mit freiem Drogenfluss, sag ich mal. Das ist halt der absolute Killer, ne? Also das ist ganz, ganz schlimm. Und ja, wahrscheinlich hatte sie auch halt irgendwie, wie das dann halt so ist, diese schwierige Kindheit und alles. Und hat sich dann auch, also in dem Film kam der jetzt, also abgesehen davon, dass er natürlich auch im höchsten Maße drogensüchtig war, kam jetzt gar nicht so schlecht weg da, der Blake, also der kommt eigentlich auf Wikipedia und so, wie ich das damals gehört habe, kam er irgendwie schlechter weg als derjenige, der sie auch an harte Drogen rangeführt hat.
Aber im Endeffekt, als so ein klassischer Bad Guy, sag ich jetzt mal, ohne jede Wertung, ja, der sie dann auch um den Finger gewickelt hat und dann halt, ist halt zu so einer On-Off-Beziehung geführt hat, wo er sich mal wieder zurückgezogen hat und dann nicht, geht doch wieder zurück zur Ex und sieht das halt ständig, wie das dann halt so ist, wenn man so liebessüchtig ist, dann ständig durch eine neue Vorhölle schickt, ständig die Psyche total zerstört, mit noch mehr, okay, jetzt muss ich nochmal wieder trinken und nochmal. Und dann hat sie sich so gerade davon so ein bisschen erholt, dass er zurück ist zu seiner Ex irgendwie und dann ist sie wohl, ja, und dann weiß ich auch mal in den USA und was weiß ich. Auf jeden Fall, im Film wurde es dann so dargestellt, dass er zurückgekommen ist aus finanziellen Interessen, weil sie so erfolgreich war, weiß ich jetzt nicht. Aber ja, ist sie halt, was ich auch immer wieder sage, auch, wir haben es ja auch jetzt, diese Sache hier mit Mike und Michelle, haben wir es ja auch besprochen, dieses immer wieder zurückgehen in diese Chaos-Beziehung. Ich weiß, dass diese liebessüchtige Stimme, die möchte das. Sie möchte das immer, weil es da auch um dieses Thema geht, also du hast da eigentlich eine Wunde aus der Kindheit wegen und du willst diese Wunde heilen und man denkt irgendwie unbewusst, man könnte die heilen, indem man sich jemand sucht, der vielleicht genauso kaputt ist wie Mutti, sag ich jetzt mal. Aber dann mit dem geht's dann gut. Das wünscht sich ja unser inneres Kind dann so. Und dann, kriegt das innere Kind immer so einen Kick, wenn man wieder zurückgeht. Und wie ich aber immer sage, jede Runde wird schlimmer. Das war leider auch da. Ich sag ja, diese Beziehungen sind wirklich, wenn man es einmal verstanden hat, das geht, glaube ich, auch vielen auf meinem Kanal so, man kann es einfach eins zu eins vorhersagen, was passiert. Natürlich nicht genau den Zeitraum, aber ich sage ja immer, jede Runde wird schlimmer und das war da halt auch so. Dann ging es in die nächste Runde, dann haben sie geheiratet und dann, wie das dann ist, endloser, kam noch dazu, dass er auch gesagt hat, sorry, also ich werde niemals aufhören mit Drogen. Also dann, klar, dann, und die Leute, die Drogen nehmen, die wollen ja mal, dass die anderen auch Drogen nehmen, dann hat sie halt auch Drogen genommen. Und dann triggert halt das immer mehr, triggert mich schon mal drüber reden, aber triggert das halt immer mehr einen Schmerz, Körper und die Ausfälle, das hat man auch gesehen, das ist ja auch immer in diesen toxischen Beziehungen, dass dann diese Ausfälle immer größer werden. Also du baust immer mehr Scheiße und du hast immer mehr Momente, wo du ausflippst und dann gibt's vielleicht Handgreiflichkeiten und es passieren einfach nur Scheiße irgendwie. Weil auch und unter so einer Kombination funktioniert das Gehirn auch irgendwann nicht mehr richtig. Du hast einfach keine Ressourcen mehr. Also es erschöpft dich einfach. Deiner ganzen Energie ist es eigentlich sowohl dieses Drogennehmen als auch Liebessucht ist eigentlich ein einziger Drogenrausch. Und klar, wenn man dann so drin ist, denkt man, ach, ist doch scheißegal, man hat nur ein Leben, you only live once und bla bla bla. Und dann führt es aber in diesen Abgrund da und da rauszugehen, erfordert halt sich, diesen Leben zu stellen, was das nicht hat. Und das ist halt schwierig, ne, weil das kommt einem dann total langweilig vor und wo ist denn hier die Action? Und das ist echt ein super schwieriger Punkt. Deswegen ist das wirklich ein... Ich meine, ich vermute mal, die meisten hier haben genug von ihren eigenen toxischen Beziehungen. Aber wenn ihr das so nochmal im Promi-Bereich, wo es das bestimmt auch oft gibt, angucken wollt und wie desaströs das ist und wie gefährlich das ist, immer wieder zurückzugehen. Und dann auch, wenn vielleicht auch noch Papi sagt, du brauchst das doch nicht, du brauchst keine Reha, falls das so war, wenn du noch Leute hast, die dir noch zureden, mach doch weiter so und so, alles scheißegal. Und gut, letzten Endes muss ich natürlich auch ganz klar sagen, Club 27, da auch Kurt Cobain und was weiß ich, wenn du dein Leben halt so in einem einzigen Drama und Drogenrausch vor die Wand fahren willst und das die Erfahrung ist, die du machen möchtest, muss man es halt machen. Darf man sich halt nicht beschweren. Das sage ich ja immer, wenn du immer wieder vom toxischen Brunnen trinkst, kann man machen. Ne? Ich bin ja absolut für Freiheit. Ne? Also ich sage das auch immer Klienten, ne? Wenn sie sagen, noch eine Runde, sage ich immer, ja, es wird wahrscheinlich immer schlimmer, aber letztlich sage ich auch, hey, wenn du das deine informierte, bewusste Entscheidung ist, dann ist es so, was soll ich dazu sagen? Da kann man so als Berater sowieso nicht viel machen, wenn dann dieser eigene Impuls nicht da ist, da was zu ändern. Ja, und das kann man machen. Und da muss man, das ist halt wie alles im Leben, du musst halt die Konsequenzen sagen. Wir können ja alles machen. Also natürlich haben wir Gesetze und so, aber du kannst ja auch auf Gesetze scheißen. Du kannst auf alles scheißen.
Du kannst machen, was du willst, du kannst rausgehen, du kannst vom Dach oder ich will es auch niemanden anträgern, aber du kannst alles Mögliche machen, kannst mit 300 über die Autobahn fahren oder die Landstraße oder ich weiß nicht was. Abgesehen davon, dass vielleicht auch andere gefährdet. Du musst mit den Konsequenzen leben, so, ne? Das ist halt das Problem, ne? Also, das kann auch keiner abnehmen, das kann aber auch ein Staat nicht abnehmen. Du musst mit den Konsequenzen leben deines Verhaltens, so, ne? Und das muss man halt immer klar machen. Und was man da auch halt bei diesen ganzen, sowohl bei Liebessucht als auch bei Drogensachen immer sieht, ist, dass das eine kurzfristige Sache, also eine kurzfristige Bestätigung, die halt durch Drogen erfolgt oder so, wird höher gewertet als das Langfristige. Ne? Das ist genauso wie, wenn du abnehmen willst. Die Pizza wird höher gewertet, als du sagst, hey, ich muss mich jetzt mal zusammenreißen hier ein paar Monate und dann habe ich ein geiles Gewicht und das ist so nachhaltig und fühlt sich gut an. Stattdessen, ach, scheiß doch drauf, esse ich eben die Pizza. Das ist halt, und das ist leider auch, da gibt es auch Forschung drüber, wenn du da ein Problem mit hast, dass du immer diese kurzfristige Verstärkung suchst, dann verminderst du massiv deinen Erfolg im Leben, so kann man einfach so sagen. Ne? Also das sieht man schon bei Kindern, da gibt es so, ich weiß gerade nicht, gibt es so einen Namen für diese Experimente, also da kriegen die so einen Cookie und dann wird gesagt, wenn du eine Viertelstunde wartest, kriegst du noch einen Cookie und dann die Kinder, die das nicht aushalten können, die den Cookie sofort nehmen, haben signifikant weniger Erfolg später im Leben, als die sagen, hey, geil, dann warte ich doch auf den zweiten Cookie. Ne? So, also diese Bestätigung, Dopamin nach hinten legen, ist eine große Leistung. Aber jetzt kann man natürlich auch sagen, ja, haben wir dann auch diskutiert, hätte sie diese Songs geschrieben, wenn sie nicht all diese Erlebnisse gehabt hätte. Also man kann das, ich kann man so sehen, wie gesagt, das muss jeder so sehen, wie er will. Aber ich wäre sehr vorsichtig, das so zu romantisieren, ne? Weil natürlich entstehen viele Popsongs aus Liebessucht, das wissen wir alle, ne? Wie gesagt, wir lassen mal einmal verstanden und hört sich die Texte von Popsongs an, will man wahrscheinlich feststellen, zu 80% Liebeskummer, Liebessucht, dieser ganze Scheiß, wo man eigentlich weiß, der hat keine Substanz, das ist einfach nur ein, ja, unsere Neurotransmitter machen dann irren Tanz, und aber es hat eigentlich keine Substanz, hat auch mit Liebe nichts zu tun und in aller Regel zumindest, oder wenig zu tun, und ja, es ist, ja, aber kann man nur so, ich finde, das ist immer so ein, meiner Ansicht nach, so eine gewisse Romantisierung, wenn ich sage, ich kann nur kreativ sein, das sagen ja auch viele, so, wenn ich irgendwie so einen abgefuckten Lebensstil habe, der also daraus besteht, dass ich rumsumpfe und was weiß ich, nur dann kann ich irgendwie kreativ sein. Also I don't buy that, ne? Also ich glaube da nicht dran. Also ich glaube, man kann auch tolle Sachen kreieren und irgendwie so nüchtern sein. So, insofern tue ich mir ein bisschen schwer mit, das so zu romantisieren irgendwie. Aber ja, und das denken vielleicht auch viele so, ach cool, Rock'n'Roll und ich nehme Drogen und geil und schwierig. Und ich fand den an dem Punkt, also der Film war, ich bin jetzt kein Kinokritiker, ich fand ihn so mittelgut, weil ich fand, der war also unheimlich, ich hätte gedacht, dass der irgendwie opulenter ist in der Bildsprache, so war er eigentlich gar nicht so, also sehr, wirkte jetzt nicht so wie so eine Produktion aus 2024, sage ich mal. Und was ich auch nicht so gut fand, ich könnte mir vorstellen, dass es auf den einen oder anderen romantisierend, auch wenn sie zu am Schluss gestorben ist, romantisierend wirkt, so dieser Lifestyle, dieser, ach ja, es ist geil und Rock'n'Roll und also hat natürlich kein Rock'n'Roll, aber wisst schon, dieser Lifestyle und berühmt und Drogen und dies und das und so alles scheißegal und lass uns den Tag leben. Ich weiß immer nicht, ob das nicht manchmal auch Leute dann animiert, ach, ist doch eh alles scheißegal. Und deswegen ist ja auch, glaube ich, damals so gewesen bei hier, wir Kinder vom Bahnhof Kopangang, wir Kinder vom Bahnhof Zoo, meine ich jetzt wirklich, kleiner Insider, dass dieses Buch, glaube ich, eher mehr Leute in die Drogensucht gebracht hat, als davon abgehalten hat.
manchmal denke ich auch, vielleicht sollte man da einfach gar keine Filme drüber machen, aber ich bin auch nicht für Canceln, von daher auch das muss halt jeder selber wissen. Insofern schon echt etwas verstörender Film, der leider aber die Realität einfach abbildet, wenn du in diesem Kaninchenbau verschwindest da, ne? Ja, wie seht ihr das? Habt ihr auch geschaut? Schreibt es mal in die Kommentare und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.